Lehnt euch zu und gönnt euch Snesty am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute schauen wir uns mal eine Runde von mir an, beziehungsweise kommentiere ich nach, also ein Nach-Commentary auf meinem Kanal. Mein erstes ein 26-9 auf Hunted mit der Gorgon. Hab glaube auch etwas mit einer anderen Waffe gespielt, aber hier direkt mal wieder mal ganz gechillten Kill abgesahnt. Ustasa-Style, nichts gegen dich, Grüße gehen raus an dich, aber hatte ein bisschen Bock auf die Gorgon und muss ich sagen, ich habe gut gespielt für ein Level, ach, keine Ahnung, das war Level 14 oder 13 war ich da und ich muss sagen, ich habe mich gut geschlagen mit der Gorgon. Also Gorgon ist eigentlich im Nahkampf richtig scheiße, aber dann hat sie im Fernkampf richtig nice, aber hier dann auch nochmal ein M8 aufgehoben, einen Kill gemacht, da ist er auch direkt gequittet. Der Gegner und dann hier wieder direkt gewechselt. So und jetzt, ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen gestruggelt. Gleich glaube ich, kam das. Das seht ihr dann gleich. So hier habe ich, ich spiele zurzeit nur Drohne. Hier der hat auch richtig auf mich gegeiert. Der hat erstmal zwei Bursts geschluckt und dann hier nochmal schön Drohne bekommen. So. So, hier fast ein Turn-on gekoppelt bekommen hier. Vom Teufel persönlich. So, jetzt hier. Hier werden übel viele markiert. Und ich weiß nicht, was ich machen musste und dann wollte. Da kamen auf einmal vier Leute, aber davon waren es noch zwei. Und da konnte ich einfach nichts dagegen machen. Ja. So, hier ist einfach mal Easy Pick to Easy XP, würde ich sagen. Genau, so. So, und jetzt hier geht gleich meine Munition leer von der Gorgon. Das war auch gerade sehr belastend. So, hier meine War am Stüssel. Aufgehoben. Oh mein Gott, und jetzt passiert das belastendste meines Lebens. Ein Typ hat mit der Faro immer auf meinen Arsch gegeiert. Der hat wirklich, der wollte mich töten. Er dachte so, ich bin auf Nuklear oder so. War ich aber nicht. Hier ein Schuss, letzte Patrone. Und dann hat er mich endlich gegeiert, der Typ. Und dann spawn ich wieder hinter ihm und kill ihn direkt. Jetzt gleich. Da ist er schon. Er wollte mich die ganze Zeit töten. Das ist einfach richtig komisch von den Leuten. Vor allem die Spawns sind auch unlogisch, sag ich jetzt mal. Weil wie kann man sterben direkt hinter ihm spawnen? Und hier schön, oh mein Gott, den. Ich weiß nicht, ob es ein Turn oder Side-On war. Ich glaube, er ein Side-On. Oder gar nichts, weil ich stand ja direkt vor ihm. So, hier mit. Das ist die schlimm. Spielt niemals so die Faro, die ist so belastend. Also ich persönlich könnte nicht mit der zocken. Hier auch verkackt mit der Faro. Schon hart belastend irgendwie. Aber auf jeden Fall schreibt mir in die Kommentare, was für Klassen ich spielen kann. Also einfach nur so Waffenklassen in die Kommentare schreiben und ich spiele die dann im nächsten Livestream. Der nächste Livestream wird morgen zwischen 17 und, also ich streame morgen um 17 bis 21 Uhr. Beziehungsweise, ich weiß nicht. Auf jeden Fall schaut einfach so um 17 auf meinen Kanal. Dann werdet ihr bestimmt einen Livestream sehen von mir. Zwischen 17 und 18 Uhr werde ich nämlich anfangen live zu streamen. Bis abends, so, keine Ahnung, 21 Uhr oder so. Aber das seht ihr dann auch noch mal morgen. So, hier stehe ich schon 19,3 54 Punkte haben insgesamt. Und ja.
du? Hier dachte ich nämlich, hier kommt ein Gegner und so. Und ja, Leute, ich hoffe irgendwie, dass euch so ein Nachkommentary, ich weiß nicht, ob es ein Live-Kommentary oder nachkommentiert ist. Auf jeden Fall habe ich das, wie gesagt, vorhin im Livestream erspielt. Und genau. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Das Spiel. Immer diese. Aber wie gesagt, es waren auch schon Lobbys da, wo ich heute gesucht habe, wo richtige Camper drin waren, also es hat mich schon mega abgefuckt. Das hat mich schon irgendwie mega abgefuckt, was die Pischer da gemacht haben. Und ich nehme das heute also jetzt gerade ist es 21:30 Uhr, also 8:30 Uhr und 9:30 Uhr. Was ist 9:30 Uhr, Digga? Wahrscheinlich. Ne, erst 9:30 Uhr. Und das Video werde ich am 16. Februar hochladen. Nur dass ihr da auch Bescheid wisst. Und jetzt kommt der gleich der heftigste Last Kill. Und heute ist eben der 16., der 15. Und genau. Und wie gesagt, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Was für Waffenklassen ich spielen soll. Und ob ich weiter so Commentaries machen soll zu meinen erspielten Gameplays, würde mich echt mal interessieren, weil ich will ja nicht immer nur GTA bringen, sondern also FIFA bisschen GTA, bisschen BO3, bisschen EV, bisschen AW, ihr wisst Bescheid. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video nochmal einschalten würdet. Und bis zum nächsten Video. Servus, ach ja, und noch eine kleine Meldung. Wäre echt korrekt von euch, wenn ihr bei meinem Kumpel The Real Razer vorbeischauen würdet. Es hat erst mit YouTube angefangen, trotzdem macht er noch geile Videos, hat ein Nuklear-Video hochgeladen und ein paar andere Videos. Also würde mich echt freuen, weil er steckt wirklich viel Zeit rein. Und ciao.